Herzlich willkommen zur Analyse des Trailers der dritten Episode. In diesem Video werden wir Frame für Frame durch diesen 51-sekündigen Trailer gehen und gucken, was uns alles so erwarten wird. Die dritte Episode kommt am 4. Oktober raus, also markiert es euch wieder in euren Kalender und ich würde sagen, legen wir sofort los. Der Trailer beginnt mit der Außenansicht der Spukvilla Mildenhall. Tatsächlich sieht sie gar nicht so riesig aus, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber sie trifft die Ästhetik einer Spukvilla ganz gut. Danach sehen wir auch schon Gengel, Kinga, Jax und Pomni nebeneinander und Regifer dahinter, wie sie gerade ihre ersten Schritte durch die Spukvilla machen. Das muss noch ziemlich am Anfang, wenn nicht sogar die ersten Schritte in der Spukvilla sein. Das mache ich daran fest, weil sie erstens noch alle zusammen sind und zweitens anhand ihrer Gesichtsausdrücke. Gengel hat noch Bock und lächelt, Kinga ist halt Kinga, Jax ist noch ordentlich am Chillen, Pomni hat definitiv bereits Angst und wahrscheinlich nicht so viel Lust auf das Abenteuer und Regifer ist ziemlich neugierig und geht ganz neutral in das Ganze rein. Ja, wer hätte es gedacht? Subel hat wie immer keinen Bock und blieb im Zirkus. Aber dazu dann später mehr. Man kann sehen, dass die Villa Mildenhall viele Brauntöne hat mit gelegentlich dem ein oder anderen Spinnennetz. Es scheint, dass sie bereits seit längerem verlassen ist. In der nächsten Szene sehen wir bereits, dass Kinga und Pomni vom Rest der Truppe getrennt wurden und sie zu zweit eine Tür in den Raum öffnen, wo ich vermute, dass dort die Figur mit der weißen Hand vorkommen könnte. Weil Kinga noch kein fehlendes Auge hat wie hier und weil es noch ziemlich helle Beleuchtung gibt im Vergleich zu diesen Frames hier, wo es doch sehr panisch und dunkel wirkt. Im Teaserbild mit der Hand sieht man diese Wandhalterung an den Wänden und ich habe versucht, sie im Trailer zu finden, jedoch habe ich sie nicht gefunden. Aber der Teppich ist sehr identisch mit dem vom Teaser, was man gut an der Umrandung sehen kann. Da auf dem Teaser-Teppich ebenfalls ein M drauf ist, impliziert das natürlich, dass es sich hier um Mildenhall handelt, beziehungsweise auch ihre Gemächer sein könnten. Des Weiteren finde ich dieses klitzekleine Detail von Kingas Händen ganz süß, das wollte ich unbedingt nicht unerwähnt lassen. In der nächsten Szene sehen wir auch diesen kleinen Geist hier, welchen wir von den Teasern kennen. Aber er sieht ganz anders aus als auf dem Teaser. Das heißt, dass Martha Mildenhall ebenfalls im Stil von diesem Geist aussehen wird, was mich vermuten lässt, dass die weiße Hand hier dementsprechend auch Martha Mildenhall sein könnte oder zumindest ihre verfluchte Version. Gehen wir weiter. Danach sehen wir Kane, welcher wie zu Anfang der zweiten Episode das neue Abenteuer vorstellt und sonst ist hier aber nichts Besonderes zu sehen. Danach sehen wir, wie Kane zu Subel fliegt und sie fragt, warum sie wieder nicht mitmachen möchte, beziehungsweise es könnte auch sein, dass er versucht, sie zu überreden mitzumachen. Wichtig ist, kurz anzumerken, dass Subel und Kinga in dieser Folge im Fokus stehen. Das heißt, in der Folge pendeln wir also immer mal zwischen Subel und Kane und den anderen her. Des Weiteren heißt im Fokus sein, laut Gooseworks, dass man sehr viel über den Charakter bzw. die Charakterentwicklung der Figur erfährt. Das heißt, dass Subel sich in der Therapie wohl Kane öffnen wird und wir erfahren werden, was Subel alles so belastet. Und wir werden auch ein intensives Gespräch zwischen Pomni und Kinga haben, welches so ähnlich verlaufen könnte wie das Gespräch zwischen Pomni und Gummigu im Debugraum der zweiten Episode. Gehen wir weiter. In der nächsten Szene sehen wir, wie Pomni sich heftig erschreckt. Dann sehen wir den mysteriösen Eingang oder den Ausgang zur Kanalisation. Ich bin mir 100%ig sicher, dass das hier eine Kanalisation ist, weil wir Kinga und Pomni ein weiteres Mal bereits in der Kanalisation sehen, wo sie in knöcheltiefen, naja, Wasser stehen. Das sieht man gut daran, dass der Kollege daneben nur zur Hälfte sichtbar ist. Dann sehen wir Pomni und Kinga vor einer Art Fahrstuhl. Zumindest sahen Fahrstühle damals so aus, es könnte aber auch eine Art Wäscheschacht sein, weil er nicht wirklich groß ist. In beiden Fällen ist es jedoch eine Art Ausgang und das hat Pomni auch verstanden, weshalb sie verzweifelt versucht, das Gitter abzubekommen, um flüchten zu können. Kinga sieht im Vergleich sehr gechillt aus, deswegen glaube ich nicht, dass sie unbedingt in Gefahr sind, sondern dass es einfach zu viel für Pomni ist und sie einfach nur weg möchte. In der nächsten Szene sehen wir, wie Pomni Schubladen öffnet. In der ersten Schublade befinden sich komische Zeichnungen und ein Vermisstenfoto von drei älteren Herren mit durchgestrichenen Augen, was vielleicht dafür stehen könnte, dass jemand sie kalt gemacht hat. In der nächsten Schublade sehen wir unseren Kassettenrekorder-NPC, den wir schon vor langer Zeit von den Teasern kennen. Dann sehen wir wieder Pomni und Kinga vor dem Fahrstuhl, aka dem Wäscheschacht. Es wird zunehmend dunkler und Pomni kniet vor dem Boden, richtet sich auf zu Kinga und sagt basierend auf den Lippenbewegungen etwas wie "Why are you not helping?", also auf Deutsch "Warum hilfst du mir nicht?". Zumindest würde es sowohl zu der Situation als auch zu den Lippenbewegungen passen, da Kinga einfach nur daneben steht und nichts tut. Danach sehen wir einen Ausschnitt von Kingas Festung aus der Pilotfolge und leider habe ich keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Es sieht zwar so aus, dass innen etwas versteckt wäre, aber das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, weil was soll da bitte drinnen sein? In der ersten Episode ist seine Festung nämlich kaputt gegangen und Kinga war der Einzige dort drin. Danach sehen wir Jax und Pomni nebeneinander stehen und ich vermute, dass das die Anfangsszene ist, wo sie gerade durch die Villa laufen.
Pomni ist etwas ängstlich und Jax macht sich einen kleinen Witz daraus, dass er alle Geister mit Hilfe dieses winzigen Staubsaugers wegsaugen wird und dass die Geister ja keine Chance gegen ihn haben. Wollt ihr meine Theorie hören? Ich glaube ja, dass möglicherweise direkt danach schon etwas kommt, was die Truppe angreifen wird und dafür sorgt, dass Ragatha, Jax und Gengar geschnappt werden. Jax, der gerade noch Witze mit dem Staubsauger gemacht hat, denkt, er könnte es mit dem Angreifer aufnehmen und versagt komplett. Warum ich das glaube? Es gibt nämlich diesen Frame im Trailer, wo man Jax Kopf an der Wandhalterung sieht. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt der echte Jax sein muss, aber ich schätze mal, dass der Angreifer einen Faible für Wandhalterungen hat. Gehen wir weiter. Im nächsten Frame sehen wir Kinga mit nur einem Auge und einem entsetzten Gesichtsausdruck. Das ist zumindest die Location, wo Kinga mit der Schrotflinte auf Pomni einprügelt. Diese genaue Szene zeigt sich auch nochmal hier im Trailer, aber da scheint es ihm noch gut zu gehen. Ich weiß also nicht, was er genau gemacht hat, aber es ging auf jeden Fall nicht so gut für ihn aus. Danach sehen wir wieder einen Ausschnitt vom Anfang vor dem Abenteuer oder vom Ende nach dem Abenteuer. Kane hat an irgendetwas versehentlich nicht gedacht und findet es ziemlich lustig, während Pomni daneben steht. Und ach, ich liebe diese Animation hier. Dann kommen wir zum bereits erwähnten Frame mit Jax Kopf an der Wand. Das einzige, was man hier noch hinzufügen kann, ist, dass Pomni gerade sehr entsetzt ist und in den Augen gibt es eine Reflexion zu sehen, aber ich kann euch beim besten Willen nicht erklären, was sie da genau sieht. Vielleicht wisst ihr es ja, da bin ich echt gespannt auf eure Idee. Denn diese Reflexion kommt nämlich nochmal vor. In der nächsten Szene sehen wir Kinga, der etwas sieht, was ihm entweder richtig Angst macht oder ihm richtig gefällt. Dass sich Pupillen unter anderem bei Angst, Gefallen oder Interesse weiten. Es könnte echt beides sein und leider habe ich auch hier keine Ahnung, was genau er da sieht. Am Anfang dachte ich, es wäre vielleicht die Shotgun, aber die finden sie später. Deswegen, nein, es ist nicht die Shotgun. In der Szene darauf sehen wir Kane und Zubel, wie sie gerade ihre erste Therapiestunde miteinander vollbringen. Zubel ist natürlich total überrascht, weil sie nichts davon wusste und sozusagen dazu gezwungen wird. Da sie verständlicherweise keine Lust dazu hat, versucht sie aufzustehen, aber Kane hindert sie daran und ich glaube, das ist auch hier der Moment, wo wir dieses Bild vom Teaser sehen werden. Und viel wichtiger natürlich ist ihr neues Aussehen. Fangen wir doch von oben an. Ihre rechte Antenne ist neu. Jetzt hat sie ein Einhorn anstelle der Blitzantenne. Ihre linke Antenne ist die gleiche aus der Pilotfolge. Ihre rechte Schulter ist ebenfalls neu. Da hat sie nun eine Schuppe? Vorher war es in beiden Folgen dieses pinke Teil hier. Auf der Brust hat sie wieder den blauen Mond wie im Pilot und beide ihre Arme sind so gesehen neu. Im Pilot hatte ihr rechter Arm eine orangefarbene Farbe mit gelbem Handschuh und dieser ist in der dritten Episode nun auf dem linken Arm, aber mit einem weißen Handschuh. Und zu guter Letzt sind ihre beiden Beine auch komplett neu. Damit sollte sie weniger Probleme beim Gehen haben als in den vorherigen Episoden. Gehen wir doch weiter. Dann kommen wir wieder zu der Szene von Kinga mit der Schrotflinte, wo er auf Pomni einprügelt. Und ja, es ist zu 100% Pomni, weil ihr rechter blauer Fuß währenddessen in die Luft geht. Warum er aber auf sie einprügelt, weiß ich zwar nicht, vielleicht wird sie ja gerade von etwas angegriffen. Danach sehen wir Kinga und Pomni wieder in der Kanalisation und sie scheinen ein gruseliges Geräusch gehört zu haben, worauf sich süßerweise Pomni hinter Kinga versteckt und Kinga sie mit seiner rechten Hand versucht zu beschützen. Die nächste Szene zeigt Jax und Pomni im Zirkus und hier finde ich irgendwie die Art und Weise, wie die beiden aussehen, komisch. Die Szene ist höchstwahrscheinlich nicht sehr relevant, aber sie wird noch vor dem Abenteuer sein. Vielleicht sagt Jax ja sowas wie, dass Pomni sich nicht so anstellen soll. Und dann wird es auch schon dunkel und wir sehen Pomnis und Kingas Augen umgeben von Dunkelheit. Ich schätze mal basierend auf dem Verhalten von Pomni, dass Kinga hier gegen Pomni gelaufen ist. Es scheint also, dass die Lichter plötzlich ausgegangen sind und vielleicht ist das ja die Fahrstuhl aka die Wäscheschacht-Szene, weil man da ja sehen konnte, wie es langsam immer dunkler wurde. Danach kommt wieder eine Szene, wo Kane Zubel kontrolliert und hier sehen wir Zubel nochmal in voller Pracht. Ich schätze mal, dass Kane zu härteren Methoden greifen musste, damit Zubel auf ihn hört. Entweder kommt diese Szene direkt zu Anfang vor der Therapie vor oder irgendwann mittendrin. In der nächsten Szene sehen wir Pomni, die näher zum Leichnam geht und hier haben wir tatsächlich auch die Schrotflinte. Direkt darauf sehen wir diesen gruseligen Typen hier, welcher sehr stark wie die Kerle auf den Zeichnungen aussieht. Er könnte vielleicht zum Leben erwecken und die weiße Hand auf dem Teaser wäre dann eher oder es. Ich glaube aber nicht, dass diese Kreatur Martha Mildenholz wahre Gestalt ist, wie ich zuvor im Video mal in den Raum geworfen habe. Wie ihr seht, ich weiß es selbst noch nicht ganz genau und kann nur Vermutungen aufstellen. Im Anschluss ist eine weitere gruselige Szene, wo Pomni verflucht wird und keine Pupillen mehr hat. Oder sie schaut komisch nach oben, sodass ihre Pupillen genau da sind, wo man sie im Dunkeln nicht sehen kann. Kinga scheint hinter ihr zu stehen, er schaut sich um und man könnte meinen, dass er da nur noch ein Auge hat. Höchstwahrscheinlich ist das sogar der Fall, denn er hat ja sein linkes Auge verloren und anhand seiner Position, was man gut an seinem Mantel und seinem Kreuz oben sehen kann, müsste sein linkes Auge eigentlich
hier sein. Und weil das nicht der Fall ist, gehe ich davon aus, dass er bereits sein Auge verloren hat. Danach sehen wir Kinga an einem Schreibtisch stehend, welcher zu uns schaut. Ziemlich unspektakulär. Gehen wir weiter. Dann haben wir das bereits von mir erwähnte intensive Gespräch zwischen Kinga und Pomni. Pomni ist ja ein sehr einfühlsamer Mensch und anhand ihrer Reaktion glaube ich, dass wir hier sehr viele interessante Dinge von Kinga erfahren werden. Ich freue mich mega darauf. In der nächsten Szene sehen wir wieder Kane mit Sube in der Therapiesitzung, wo Kane Dinge tut. Sube dann ausrastet und zu guter Letzt sehen wir Kinga in einer Nahaufnahme und in der Reflexion seiner Augen sehen wir genau das gleiche wie in dieser Szene von Pomni hier, wo ich mir bereits unschlüssig war, was das in dieser Reflexion eigentlich darstellen soll. Wie gesagt, schreibt's mir gerne, wenn ihr Ideen dazu habt. Der Trailer endet damit, dass wir von der Spukvilla rauszoomen und dann gesagt wird, dass die dritte Episode am 4. Oktober kommt und dann hören wir tatsächlich den Erzähler von Stanley Parable. Gooseworks hatte bereits im Pilot Referenzen von dem Spiel Stanley Parable in die Serie mit eingebracht und wir hören, wie er plötzlich ebenfalls wie Pomni am Ende des Trailers in einen Fleischgefrierschrank teleportiert wurde. Diesen Gag haben sie tatsächlich im Trailer zur zweiten Episode auch abgezogen und das Ganze ist eine Referenz von dem Videospiel I Have No Mouth and I Must Scream, wo der Charakter Gorister sich plötzlich in einem Fleischgefrierschrank befindet und sich fragt, wo er hier eigentlich gerade ist. Und das war's, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video wieder. Ciao!